wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen bei Neo Design. Mein Name ist Nino. Ich begrüße euch und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Denn zumindest heute, wo ich das Video hochlade, ist Valentinstag. Ja, ich hoffe, ihr habt einen lieben, netten Partner, eine Partnerin an eurer Seite oder ein Haustierchen. Oder wenn ihr keinen habt, dann Herr im Himmel, ich bin doch für euch da. Ja, ich zauber euch heute hoffentlich ein Lächeln auf die Lippen, denn ich dachte mir, bevor ich die 2 millionste Valentinstagskarte male oder irgendeinen romantisch verklärten Scheiß, entschuldigt bitte meine Wortwahl, male ich etwas Epochales. Was aber mit dem Thema Liebe und Romantik zu tun hat. Ich habe da eine geile Idee und will euch einfach mal mitnehmen auf dem Entstehungsprozess von solch einem Bild und wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß und wir gehen zum Zeichentisch. Ich habe mir überlegt, ich möchte eine recht dramatische Pose, wenn man so will. Das heißt, es soll dynamisch sein und eine gewisse Theatralik haben. Ihr seht schon, es geht in Richtung Engel. Das war jetzt erstmal so der erste Sketch. Ich habe geplant, dass dieser Engel dann, also man sieht, es ist ein weiblicher Engel. Ist es dann eigentlich ab 18 hier? Naja, mal schauen. Scheiße. Was hier reinkommt, wird wahrscheinlich ein Herz sein, das tropft dann so mehr oder weniger ästhetisch über den Körper rüber. Ich habe das jetzt nochmal so ein bisschen erweitert oder nochmal ein bisschen ausdefiniert. Und hier zum Beispiel das Bein abgeknickt. Das Ding soll dann, ja, ich sag mal, schweben. Vielleicht über einem Untergrund, wo es noch drauf tropft oder so. Man beachte übrigens hier meine Fußmal-Skills. Ich weiß gar nicht, ob ich die Füße zeichne. Mal gucken. Ich werde das jetzt nochmal in Ruhe auf das große Papier bringen. Das heißt, ich male hier wieder auf meinem 29 x 29 cm Zeichenblock Papier. Und ja, bis später! Das ist der finale Sketch. Ja, die Füße sehen jetzt auch schon mal ein bisschen besser aus. Also, ich denke mal, bevor ich dann richtig anfange zu malen vorher, werde ich noch ein paar Sachen definieren. Wenn ich die Flugbahn des Blutes richtig berechne, ich kann euch schon mal eins sagen, größer als das wird es heute nicht. Also, das kann ich euch versprechen. Vielleicht beim Hintergrund, da hole ich nochmal einen größeren Pinsel raus. Aber wenn ich das hier so sehe, boah, das ist schon Wahnsinn. Ich habe natürlich auch mit so einem vorgezeichnet und nehme dann so einen Pinsel zum Malen. Also, hervorragend, Nino. Achso, falls ihr euch vielleicht mal fragt, was ich für einen hochprofessionellen Wasserauffangbehälter nehme. Er ist etwas in die Jahre gekommen, wobei so wahnsinnig alt ist er eigentlich noch gar nicht. Das ist ein Becher, den man bekommt, wenn man in der Fischauktionshalle in Hamburg ein Bier bestellt. Die trinken in Hamburg viel Astra und das ist auch das, sieht man das so ein bisschen? Ich will hier nicht das Wasser schon draufgeben. Das ist das Logo dieses Bieres und ich hatte hier zu Hause leider irgendwie gar keine andere Verwendung dafür. Normalerweise trinke ich Bier aus der Flasche oder aus dem Glas und nicht aus einem Plastikbecher. Ich bin natürlich sophisticated. Was denkt ihr denn? Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal die Dame malen und mich dann so, ich weiß, das macht man eigentlich andersrum, aber dann von vorne nach hinten durcharbeiten. Ja, alles andere ist zu komplikato. Nun gut, wir werden sehen. Ich würde mal sagen, ich melde mich später wieder. Thank you.
Es ist mal was anderes. Es ist dramatisch geworden, ein Stück weit, ja, gebe ich zu. Aber das macht die ganze Sache ja auch aus. Auch die Liebe ist manchmal dramatisch und der Herzschmerz kann auch fies sein. Ich hoffe, ihr hattet noch nie einen. Aber das gehört manchmal zum Leben dazu. Das muss auch manchmal in Bildern verarbeitet werden und das habe ich hiermit getan. Meine Pflicht ist erfüllt, Leute. In diesem Sinne verabschiedet sich jetzt Pastor Nino aus seinem Gebetsstuhl und wünscht euch noch einen ganz tollen Tag. Und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Adios.